Sehr geehrte Damen und Herren, es ist tatsächlich nur noch vier in Ordnung auf dieser Welt. Aber nirgendwo wurde ich bis jetzt so herzlich willkommen geheißen wie hier auf Bild. Dankeschön. Super. We get wavy, smashed, sun comes out, splash. She likes my starlit flash, on the vibe, I'm running the gas. So cool. 200 km/h Outfit jetzt hier so auf dem Platz vom Bahnhof mit Warnblinker an. Im Gegenverkehr mit 200 durch eine... Da bin ich absolut falsche Ecke zum Sitzen, ne? Ist das wirklich so ruhig hier? Ja. Marco sieht seine Deutsche Bank Goldmitgliedschaft gerade hier so richtig riskiert. Marco sieht ganz er setzt sich so weg. Ich hatte nichts zu tun. Ist euch eigentlich was aufgefallen an mir? Ich schätze voll stimmt. Trägt das Jeans? Pass auf, ja? Nein! Oh. Ein iPhone! Klar, ich habe jetzt Face ID, ich kann jetzt auch droppen. Ich sage auch herzlich, wo ist mein Handy? Ich sage, wo ist mein iPhone? Hast du ein iPhone gerade? Airdrop? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Jakob, ihr spielt jetzt gegeneinander Chaka. Das Spiel geht folgendermaßen. Jakob hat es gerade erfunden. Ihr müsst immer auf Leute zugehen und Chaka machen. Und wer am schnellsten Chaka zurückbekommt. Das ist auch ein soziales Spiel. Du musst natürlich gucken, wer würde am ehesten. Da sehe ich jetzt zum Beispiel gerade jemanden. Oh Gott. Der Jani an. Wir müssen so machen. Tief, lass ich schnell runter. Ich liebe dieses Spiel. Damals, als ich in Frankreich stand, war es irgendwie viel einfacher. Sein Blick war einfach, bist du dumm? Ja. Du hast nie so viel Camp David auf einem Haufen. Ja, safe. Yo. Yo. Na. Ja! Geil, oder? Geil. Ein Foto. Ja, ich mache ein Foto. Hol mich hier raus. Ja, Leute, ich liebe Sylt. Was genau? Übrigens, war so schön. Ich hatte lange nicht mehr so körperlich. Immer wenn man am Meer ist, die Sonne geht immer über Meer unter. Warum geht die nicht da hinten oder sowas unter? Das ist doch weird, oder? Boah, krass, das ist todesintelligent. Cooles T-Shirt. Ja. Das haben, oder was? Ja, ich will. Willst du das T-Shirt tauschen? Egal. Egal. Es gibt einen Menschen hier auf Sylt, dem gebührt größte Ehre. Sein Name ist Seba. Er arbeitet hier gerade einfach kurzzeitig. Wir können bei ihm oben in seiner Dachgeschosswohnung schlafen. Es ist nicht so geräumig und er riskiert womöglich seinen Wohnsitz. Grüß dich, ne? Sebastian. Alles klar, nein. Nils, freut mich. Wir sind in unserer Unterkunft angekommen. Oh mein Gott, es ist wie ein Zelt. So, wir sind jetzt hier bei uns im... Ich war safe überzeugt, dass die sich alle von selber aufblasen, aber stimmt halt einfach nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gestern Abend ist ungefähr die lustigste Sache passiert, die man sich eigentlich vorstellen kann. Alle liegen im Bett und Jakob, der es wirklich nicht verdient hat, kriegt so ein ganz kleines... Nein. Was? Meine Matratze hat ein Leck. Ja, oh. Nein, ich hab das Loch. So ein Nagel, der kommt aus dem Boden. Ich sterbe. Kein Loch mehr. Das ist so schlimm. Kommt so eine Scheiße aus dem Boden. In der Nacht komm ich rum und fick eure ganzen Matratzen. Das ist so witzig. Hast du nicht am ersten Tag gesagt, ich krieg fullen Rückenschmerzen, wenn ich hier schlafe? Jetzt kriegst du Rückenschmerzen. Wie hast du geschlafen auf dem Boden? Ich hab geschlafen. Ich bin noch nicht oft aufgewacht, aber okay, ich spür meinen Rücken jetzt schon. Ich kann ja mal eine Rede halten. Also so eine Rede ist schon wild. Ja. Bezahlen. Und dann können wir direkt... Und dann bitten wir. Der Opener für ganz Sylt, ich seh's. Ich seh's auch. So unangenehm. Ich sterbe gerade. Was ist denn so unangenehm?
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist gerade tatsächlich nur noch vier Orten auf dieser Welt. Aber nirgendwo wurde ich bis jetzt so herzlich willkommen geheißen wie hier auf Bild. Dankeschön. Super. Auf Wiedersehen. Das geht mir nicht gut. Rausgang meinte einer so, stark. Genau so. Ich, so ein Junge und ich meine so, danke, Rico. Ich meinte so, ich bin so aufgestanden, weil der letzte, ich musste mich da so durchschlängeln, so meine Hose so. Bist du Surfer? Ich so, ja, teilweise. Wo kommt denn nachher? Na, aus Berlin. Und bevor es jetzt weitergeht mit unserem zweiten und dritten Tag auf Sylt, bei dem wir unter anderem von Surfbrettern runterfliegen, Sylter Kids entdecken, wie sie sich am Leid von Menschen erfreuen und bei einer Wattwanderung im Schlamm landen, kommen wir zum Sponsor dieses Videos und mache einen kleinen Zeitsprung ins Jetzt. Unser Trip nach Sylt war bereits im Juli und während ihr dieses Video gerade seht, sind meine Freundin Polly und ich auf einer Backpack-Reise durch die USA. Und wir sind nicht nur extrem dankbar dafür, diese Erfahrung hier sammeln zu dürfen, sondern auch Adidas Originals mit dem NMD V3 als Unterstützer zu haben. Dass uns sowas ermöglicht wird, ist ein Privileg und nichts weiter als das. Mit dem NMD V3 waren wir nun bereits in New York, in Chicago und in St. Louis, Missouri im Baseballstadion. Der NMD ist als Lifestyle-Schuh für die Stadt ausgelegt und wir werden mal sehen, in welchen Städten wir das noch ausprobieren dürfen. Liebe geht raus an Adidas Originals und jetzt gibt's noch mal ein bisschen Mucke und süße Aufnahmen. Babone. Hast du Blase am Fuß? Ich weiß ja noch nicht, ob Gott hast du Blase am Fuß? Hallo. Ich muss so aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht verliere. Modern Museum of Modern Art. Das was? Modern MoMA. Modern of Museum. Museum of Modern Art. Ja, endlich. Entscheidung. Einfach Entscheidungen fällen. Das ist wirklich deine schlimmste Eigenschaft. Mit dem gestern $3.99 erschossenen Billo-T-Shirt. Und der Dude meinte zu mir, don't get caught. Wir wurden dann auch nach 3 Minuten direkt von den Cops angehalten. Haha, I'm not arresting you. Just stop. Sender, do you like me more than Polly? Nicht spannend. Sender. Ich habe gerade ein bisschen Sonnencreme bekommen von so einer netten amerikanischen Dame. Jetzt nur sich selbst Sonnencreme aus dem Auto holen. Nee, aber die ist super. Die Creme, die sie dir gegeben hat, die ist super. Wir sind alle ein bisschen lost hier auf Sylt. Wir haben keine Fahrräder und kein Geld. Müssen immer überall hinlaufen. Das macht uns Sorgen und Abdrücke an den Augen. Ich kann aber schön singen. Ja. Danke. Wir kommen aus Berlin, wir sind eine A-Cappella-Gruppe. Ach, könnt ihr ein Ständchen machen? Ja, okay. Und 1, 2, 3, 4. Bam, 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 mit Fahrrädern durch Sylt hinweg. Bam, 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 und machen ganz viel Geld und Checks. Bam, 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 ab in die Sansibar. Bam, 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 Fahrräder sind so wunderbar. Bam, 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 wir sind eher hobbymäßig A-Cappella. Man hätte es nicht gemerkt, wenn man es nicht gesagt hätte, glaube ich. Wir holen jetzt Fahrräder, oder? Moin, moin. Wir machen nämlich einen Tritt nach Hörnum. Und da treffen wir nämlich auf das Surfcamp. Wir haben den Weg kurz unterbrochen für den etwas einfacheren Weg. Oh, so viel schneller und einfacher. Ich pack's nicht. Okay, wir sind heute mit Chris. Du willst sagen, du bist Surfer einfach? Ja, ich lebe hier auf Sylt, surfe jeden Tag. Er lädt einfach den Bali-Leiste einfach auf Sylt, ne? Irgendwie auch chillig. Und er hat eine eigene Klamottenmarke gegründet, seinen eigenen Store her, macht ja aller möglichen Surfangebote. Wir gehen gleich mit ihm mal ein bisschen aufs Wasser. Ganz viel Liebe an Chris. Let's fucking go. Nana, toi, toi, toi. Super! Du lebst das Leben, Nana! Du lebst das Leben! Ja! Du fliegst! Bei Nana sah es irgendwie geil aus. Ja, du musst ein bisschen fliegen dann. Ja! 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 Tommy, du bleibst da stehen, egal was kommt! Nein. Nein. Das ist so asozial. Oh. Der erste, der trifft, dem bezahle ich einen Drink. Während der Rest der Gruppe nun mit dem Bus zurückfahren wird, werden drei tapfere
junge Männer mit dem Fahrrad aufbrechen, um von Hörnum nach Westerland zu kommen. Ich und Marco haben richtig Bock, Tommy so abgemacht. So viel Zeitverschwendung, die machen hier irgendwelche Tripsurlaube mit irgendwelchen Hängeblieben, die sich gegenseitig im Mund spucken. Was hab ich denn davon? Das ist mal ehrlich. Da muss ich auch noch Fahrrad fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir haben es geschafft! Entschuldigung, wir haben Seba dabei. Achtung, heißes Seba. Seba hat morgen um 9 Uhr wieder Schicht. Oh. Ja, komm, trink doch mal keinen Alkohol. Das beste Geschenk ever. Tommy, Marco, ihr habt ungefähr gleich viel von eurem Bier gerade, ne? Wer zuerst das Bier austrinkt, stopp. Kriegt das Gratisplätze. Darf ich mitspielen? Tornado. Los! Warte, chill. Das kann ich mit so einer Scheiße. Nein, ich hab nicht, aber ich sag. Sehr schnell! Einer ist auf. Lass teilen! Ich hab seit 3 Zonen gegessen. War immer so, ey, wir haben ja alle nichts gegessen. Wir waren so, doch, schon. Alle. Eine neue Runde E-Mail-Philosophie. Das Leben ist wie eine Perlenkette, die man Stück für Stück auffädelt. Man nimmt jede Erfahrung, sticht einfach durch und packt sie auf den Bart. Das ist Leben. Wow! Das ist hier wie Hunger Games. Die bieten irgendwelche reichen Sylt-Kids Leuten 150 Euro an, dafür 200 Euro, dafür, dass die 20 Chicken McNuggets in 2 Minuten essen. Man muss sie selber bezahlen? Wenn man verliert, muss man selber bezahlen. Ich glaube, das ist die Regel. Aber wenn man gewinnt, dann hat 200 Euro. Ist das wirklich ein Ding hier? Das ist so pervers und widerwärtig. Warum machst du das? Ich habe das bisher 11 Mal gemacht. Bisher hat das niemand geschafft. Das Ding ist, ich mache das nur, um den Leid von den anderen zu sehen. Also ich bekomme dafür gar nichts. Aber ich mache das einfach, wenn die... Aber lustig zu sehen, wenn die leiden. Und dann anfangen zu weinen. Das ist richtig schlimm. Aber schämt ihr euch gar nicht? Ich bin süchtig danach. Nein, das ist einfach lustig so. Das ist einfach lustig so. Das war wirklich das Traurigste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. What the fuck? Also, wir gehen jetzt Radwandern und das ist auch eigentlich das Ende der Geschichte. Wir sind eine halbe Stunde zu spät zu unserem Termin von jungen, coolen Leuten, die sich extra für uns die Zeit genommen haben. Auch dieses Video wird Ihnen präsentiert von... Also, wir sind ja heute mit Franzi und Lilly von der Schutzstation Wattenmeer und wir kriegen eine Wattführung. Wie sagt man? Wattwanderung. Ah! Sterben doch auch immer regelmäßig Leute im Wattenmeer, oder nicht? Ja, weil die hängen bleiben. Die Chance ist bei uns auch sehr, sehr hoch, dass wir da im Wattenmeer gleich alle hängen bleiben. Nein, ihr habt ja uns dabei. Deswegen wollte ich nicht, dass ihr auf eigene Faust reingeht. Ey, wir dürfen das Watt nicht disrespekten. Der lebt eventuell noch. Nein. Oh, was zum Tief. Wollen wir ihn kurz begraben? Blinded by the lights. geht es jetzt wieder? Hilfe, Achtung, Leute von der Seite! Ich liebe jetzt den Szenen, aber nur beim Bodencheck sein. Ey, womöglich bin ich der erste Albaner jemals im Wattenmeer. Das ist für uns definitiv unbekanntes Gebiet. Alles klar, schön, dass wir euch getroffen haben. Dankeschön, auf Wiedersehen. Das war's für diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao. Das willst du von mir? Und was habt ihr so am Wochenende gemacht, Emil und Marco? 3 Tage, die sich angefühlt haben wie 1,5 Wochen. Wir sind eingebürgerte Sylter. Seba, größtes Dankeschön auf der Welt. Gruppenumarmung. Text me. I was lost before you met me. Now I'm exhausted and I'm weary. And I don't let nobody near me. Gesetzlich. Aber wir hätten eine Idee. Wir geben dir 200 Euro mit 20 Chicken.